Hallo und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4, dem Multiplayer-Projekt. Der Kampf Japan gegen Großbritannien läuft irgendwie immer noch hier hinten in den Kolonien. Ich finde es übrigens ein bisschen unübersichtlich, weil Japan einfach auch rot ist und Großbritannien auch. Ist ein bisschen doof. Aber mal schauen, wie es so weiterläuft hier hinten. Sieht anscheinend sehr stellungskriegmäßig aus. Ich finde, da könnte man auch mal kurz zum Group, falsches Menü hier. Da könnte man auch mal kurz zum Nuradon springen. Hier. Hallo. Hallo Yannick. Hast du nicht gesehen, was da los ist mit Bayern? Wegen was? Wieder gewechselt haben? Ja. Das Bündnis. Ja, ist okay. Kurze Frage. Nuradon. Jo. Was ist eigentlich dein Ziel? Ja, ich versuche Japan. Oh Gott. Das ist ein bisschen schwer, weil ich muss eine Provinz besetzen, die quasi an einem Seeübergang ist, sodass ich den Seeübergang sichere und damit ihn abtrenne von einem gewissen Teil von Japan. Okay. Das ist mein Ziel quasi. Es könnte ein bisschen länger dauern noch. Ach ja, Nora, du kriegst Geld. Also willst du was auf Japan erobern, oder wie? Vielleicht, ja, irgendwas in der Nähe da. Krass. Ja, das ist mehr oder weniger mein Ziel. Aber ja, ansonsten würde ich mich auch mit den Kolonien beglücken, aber. Oder mit einigen. Aber ich habe nur zu wenig Warscore gerade, also. Okay. Erober Japan. Lustig wär's, ja. Und, ja. Aber deine Kolonialnation britisch Louisiana hat irgendwie keinen Bock mehr auf Krieg. Oh, achso, da ist ein bisschen noch ein Rebellen am. Oh ja, das ist ganz, dass du mich dran erinnerst. Das sind zwar nur Bauern, aber Bauern nerven. Ja, das dauert noch ein bisschen. Also Warscore ist kein Problem, weil ich muss nur diese Kambodscha besetzen. Problem ist, meine Schiffe sind nicht mal alle so high quality. Ja. Muss ich eventuell welche nachschicken. Sie sehen eigentlich technologisch so aus. Boah ja, die sind ja richtig am Arsch, die Japaner und Koreaner. Ja, die Koreaner sind schon raus, also. Naja, aber ich meine, technologisch sind die ja total im Eimer. Ja, und das sowieso. Ha, so. Die blaue Horde ist die geilste Fraktion. 10, 12, 12. Yannick. Jo. Wenn ich mal fragen darf, wie geht's denn meinem Holland? Yannick, was ist hier gerade für Stress? Nix, ich bin nur hier und hab ein bisschen was gefragt. Wie geht's Holland? Ja, die haben vorhin irgendwie wurden die von Portugal angegriffen. Also war ja der Portugiesische auch raus. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die hier was verloren haben. Kein Plan. Nicht viel. Also der Spanier hat gesagt, ich habe was verloren in Afrika. Oh, ja. Kann sein, ja. Ja, das ist halt das Problem, weil der Portugieser die scheiß Spieleinstellungen nicht gemacht hat. Die KI-Einstellungen. Naja. Sollte auch immer jeder machen, das ist schon mal wichtig. Kriegen. Was glaubt ihr, jetzt kriegt er sich eigentlich? Was? Du kannst halt einen weißen Frieden vorgeben, ne? Achso. Aber das wird ein bisschen länger, die Blockade wird ein bisschen länger gehen, weil ich ihn aus Amerika, naja, nicht raustreiben will, also. Mal sehen. Schade, dass die Listen aussehen, ich würde gerne mal wissen, ob ich mittlerweile mächtiger bin als Bayern. Glaube ich nicht. Militärisch auf dem Feld wahrscheinlich schon, weil wegen 2 Milliarden Disziplin, aber entwicklungstechnisch garantiert nicht. Okay. Da werde ich mal halt gleich noch ein bisschen Entwicklung holen. In 4 Jahren. Aber da mache ich dann einen Krieg. Warum rekrutiert eigentlich Österreich keine Truppen mehr? Kein Geld? Ich glaube, der gibt auf. Janik. Keine Ahnung, nee. Ja? Janik, machen wir heute eigentlich noch einen Rehorse? Eher nicht, wir warten wahrscheinlich auch nicht mehr so lang. Yannick, war übrigens relativ lustig. Ich habe Heiko vor 4 Tagen gefragt, ob er heute spielt. Dann hat er mir gesagt, er weiß es noch nicht, er schreibt mir rechtzeitig. Er hat mir vorhin um 15.53 Uhr geschrieben, dass er nicht kann. Ja. Das ist ja typisch Heiko. Naja. Also ich bin mal oben. So, wieder da. Nils? Hallo. Was ist eigentlich mit Österreich los? Warum rekrutiert der nix? Ich vermute mal, er ist ein bisschen tiltet. Ja, aber man kann ja auch noch mehr rumheulen, oder? Also. Ja, kann man noch, richtig. Also ich meine, Entschuldigung, aber der hat wieder 27.000 Mannstärke. Hä? Der hat gerade Truppen rekrutiert. Der hatte gerade eben noch mehr Mannstärke. Nein. Ah ja, jetzt werden es jetzt. Okay, jetzt endlich mal wieder. Ich meine, der kann immerhin 109 Leute auf 109.000 Mann. Wartet er immer, bis er einen Block rekrutieren kann.
Na gut, ja möglich. Diese, wie viele Truppen kann eigentlich Polen rekrutieren? 144, 109, 144, okay. Was haben wir hier drüben? Versuche auch momentan 68. immer ein bisschen Krieg, also beziehungsweise Unzufriedenheit und Krieg und so weiter zwischen Osmane und Kirchenstaat zu säen. Also ich versuche den Osmanen zu überzeugen, dass er den Kirchenstaat überfällt. Ja, aber gut, ganz ehrlich, die Osmanen... mit dem Österreicher abzusprechen, dass der Österreicher nicht eingreift, weil der Kirchenstaat ihn ja verraten hat. Ist ja nett. Aber gut, Osmanen, ja, Mameluke könnten auch mal Krieg führen, so ist nicht, gell? Ja, Nick, du, der Kirchenstaat geht mir halt nur noch auf die Eier, wie du vielleicht selber merkst. Nett. Also, Tim, wenn du das guckst, leck mich am Arsch. Warum denn? Oh, das ist ja nett von dir. Ja, Nick. Ich muss mich hier mit so viel geballter Dummheit rumschlagen. Das hallo, ist schön. Okay, ist okay jetzt, ist okay. Sind eure Abonnenten, ja, ich weiß. Nein, hallo. Ist okay, möchtest du nicht, dass aber das Video entmonetarisiert wird? Na, ja, so, also, warte mal, lass mich mal sehen. Ich finde es ja eigentlich geil, Salerno, Cosenza, Bari und Capitanta haben alle eine Festung, oder? Wo, oh, was, wie, welches ja, Land? Kirchenstadt. So, ja, das hat er sich ja vielleicht jetzt mal spontan überlegt, dass er einen D-Day verhindern möchte. Ja, finde ich aber lustig. Problem ist, er könnte einfach irgendwie in Ancona landen und dann direkt nach Rom marschieren. Habe ich gehört. Na, das stimmt. Das ist wohl wahr. Es gibt einen neuen Papst. Lang lebe der Papst. Ja, ich denke, jetzt mache ich noch mal wieder bei den Ming ein. Machen wahrscheinlich jetzt noch den Part und dann noch einen maximal und dann. Ja, halb habe ich jetzt gesagt, dass wir dann aufhören. Ja, so in dem. Hab ja, vielleicht machen wir auch noch einen. Vielleicht. Weil der ja, weg muss. Ja, genau, oder machen wir nur noch den einen da. Das kann auch gut sein. Da muss man mal schauen. Genau. Ein ich denke, wir sind auch wieder. Sind ja auch wieder gut vorangekommen heute eigentlich. Es ist schon einiges passiert eigentlich. Ist schon krass, gell? Krieg, muss ich's mal überlegen. Krieg und es gab ein bisschen Krieg und es gab also ich Krieg, hab ich gehört. Bayern, Österreich, Preußen war ein Krieg, Frankreich, Bayern, Österreich, dann nachher Polen, Preußen, Schweden, Österreich, Bayern, dann da unten Barata gegen Äthiopien, nachher ja, Japan jetzt gegen Ding, dann noch diese ganzen Ming-Kriege da hinten. Russland kämpft übrigens gerade gegen die Ming. Ja, ja, habe ich schon gerade eben gesagt. Also, das wird witzig. Also kann ja doch bald jemand Ming spielen, ne? Ja, ich glaube, ab dann macht es halt keinen Sinn mehr. Weil die verlieren, glaube ich, momentan ihr Mandat. Und dann kannst du die Ming nicht mehr spielen. Ja, ich bin echt auch am Überlegen. Also falls wir irgendwann mal wieder sowas machen, ja, vielleicht wären Ming-Spieler doch gar nicht so blöd. Ja, nein. Also wenn du von Anfang an mehrere Länder da unten hast, weißt? Nein. Ich weiß auch nicht. Du darfst auf jeden Fall keinen da hinsetzen, der irgendwie versucht, irgendwie Powerplay zu betreiben. Weil okay. Der eskaliert völlig. Dann musst du jemanden da hinsetzen, der nicht gut in dem Spiel ist. Weil der dann verprügelt wird von allen um ihn herum. Ja, stimmt, ja, okay, weil, gut, das stimmt. Da müssen wir vielleicht Sonderregeln machen oder so. So Sonderregeln für. Moment kurz. Ja, der Ming ist im Eimer. Ja, bin mal also gespannt. Du kannst jetzt mal gerade ja in die Unruhe bei den Ming reingucken. Wie viele Rebellionen bei denen so anstehen. Ja, Moment. Unruhe, Stabilität, oh ja. Die gesamte Armee der Ming momentan nur halb so gut. Weil die kein Mandat of Heaven mehr haben. Also die haben das komplette Mandat verloren. Das bedeutet, die haben irgendwie minus 50% Schaden in der Armee, glaube ich. Ja. Ja, minus 50% Schaden und minus 50% produzierte Güter. Ja. Ja, das ist hart. Das ist wohl wahr. Natürlich keine Manpower mehr, Rebellen und der Russe belagert durch. Geile Voraussetzung für ein Land. Ja, das stimmt.
Aber hey, Mao regelt. Mao regelt alles. Oder wir rufen Martin. Was ist eigentlich mit Ulm los? Warum hat Ulm eigentlich komplett oder fast komplett Bayerisch-Norwegen besetzt? Obwohl es selber besetzt ist. Das ist nicht Ulm, das ist Lübeck. Das ist Lübeck, achso. Ja, Lübeck besetzt das für Ulm, beziehungsweise irgendjemand besetzt das für Ulm, weil Ulm, also Bayern hat Krieg gegen Ulm erklärt und Bayern hat halt damit einen kleinen Zwergenaufstand als Gegner, nämlich Bremen, Ulm und Lübeck. Also Lübeck, das Asyl in Grönland, Grönland gefunden hat, was ich immer noch genial finde, dass es da existiert. Ja, ich auch. Ah, jetzt ist Frieden. Ach, ja, das wunderbar. War's. Schade. Schade, Ulm. Fast. Oh. Es wurde auch nur 30% verwüstet dabei. Apropos, gibt's eigentlich Wohlstand irgendwo groß? Welche Karte sieht man das nochmal? Ich hab gar keinen Kartenmodus. Man kann sich das in den Regionen immer anzeigen lassen, wenn man auf die Regionenkarten klickt. So. Dann kann man immer sehen, wie viel Wohlstand eine Region hat. Ja, vorhin hat haben die viel Wohlstand verloren, die Leute im Zentrum. Oh, und Bayern hat die Schweiz annektiert. Oh, cool. Damit hat Bayern jetzt wie viel Entwicklung? 500. Ja. Damit hat Bayern jetzt mehr Entwicklung? Nee, der Vatikan hat 600. Lol. Ja, das ist ja schon okay. Wie viel Entwicklung hat Österreich? 1000. 750. Oder, 750, okay. Und Frankreich hat 706, auch 750 in die Richtung. Und Polen, wie viel haben die? Wo kann man die nochmal nachlesen, die Scheiße? Ich guck mir das immer, klicke das Land an und gehe dann in den Großmachtscreen, weil du dann halt immer die eigene Entwicklung siehst. Ach, Polen so. Hat 812. Russland hat 1200, 1250, Chromio hat 1350. Krass. Barata 1200, Malaysia 1100. Wir haben halt die Asiaten viel zu sehr eskalieren lassen. Ja gut, es kommt dann, also wie gesagt, wenn wir das nochmal machen, dann gibt es halt auch nochmal 5 Asiaten mehr und dann passt es schon. Hoffentlich. Wobei ist denn echt voll mit einer Welt. Ja gut, aber ich glaube, es klappt schon. Ja, nee, nicht unbedingt, glaube ich. Ich weiß nicht. Auch nicht schlimmer als jetzt wahrscheinlich. Und dann ist halt vielleicht so, wenn dann... haben sie bis dahin ja die Lobby gefixt. Ja, ich glaube nicht, aber... Hey, sie haben es bei Hearts of Iron echt gut hingekriegt und bei Stellaris. Also, echt? Ja, okay. Da funktioniert es bei beiden Spielen super. Ja, dann könnten sie es doch hier eigentlich auch noch besser machen, oder? Also, Nicht, wieso sie das nicht auf die Reihe kriegen. Ja. Ich weiß es nicht. Weil es ist ja dieselbe Engine, oder? Ja. Na, merkst du was? Das ist jetzt, glaube ich, auch kein Problem. Na, das ist jetzt auch kein Problem, glaube ich, dass man im Nachhinein nicht beheben kann, oder? Das ist Paradox. Es ist kein Bug, es ist ein Feature. Achso. Ich hab voll Hunger. Bin so froh, dass ich jetzt bald loskomme. Ja, komm, die 20 Minuten halten wir jetzt auch noch aus. Ja, 20 Minuten wahrscheinlich nicht mal mehr. 15 12, Minuten, ja, was? Ich hab's schon. Ich will noch überlegen, was ich heute Abend eigentlich noch mache. Wenn du dich gleich zur Wahlparty verziehst. Johannes geht wahrscheinlich auch dahin, oder? Das weiß ich gar nicht. Ich bin stark von aus. Achso, okay. Ja, die ersten Prognosen werden auf jeden Fall interessant. Ja, deswegen hoffe ich, dass ich auch noch da bin, bevor die kommen, weißt? Also... Ja, wieso, wenn du da bist? Ja, 17.30 Uhr fahre ich jetzt dann gleich los und dann, ja... Ja, das kann... Ich wär 18 Uhr hoffentlich schaffe ich das. Ja, ein paar Kilometer entfernt, ich hoffe, ich schaff's. Ist die Frage, wenn du da sein willst, wenn es rauskommt, ist okay. Wenn nicht, ist halt scheiße. Stell dir mal vor, so CDU hat nur 20%. Nein! Dann wird's eine Trauerveranstaltung auf eurem Parteitag oder wie auch immer das ist. Der halt jetzt schon wieder sich Leute an der österreichischen Grenze aufstellen. Jungs, jetzt verprügelt wen anders. Mit wem ist der Franzose jetzt eigentlich verbündet? Land? Ja, wobei ich also langsam auf sicher irgendwie Schweden. Ah ja, ja, okay. Ja, ich bin gut. Ich kümmere mich um England. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist der Engländer? Unten beim Ostasien. Ostasien. Hallo. Folgendes: Wir haben uns auch geeinigt,
dass ich ein paar Provinzen Alaska bekomme, weil er will eigentlich nur Kalifornien haben. Und wir den Krieg dafür beenden. Okay. Weil ich echt keinen Bock habe, jetzt die ganze Zeit mit meinen Schiffen da hin und her zu segeln. Macht auch Spaß. Macht nicht sonderlich viel Spaß. Mich schon. Und das hat keinen Sinn. Und wenn er mir nichts geben würde, dann würde ich ihm also sowieso wieder einen Kolonialkrieg erklären, früher oder später. Deswegen. Ja. Alaska. Ja, könnt ihr so machen. Ja. Okay. Okay. Das ist nichts Krasses. Also. Ja, ich weiß nicht ganz genau, wo Alaska liegt. Ich glaube, es sind nur drei Provinzen oder so. Ja. Also Aleuten, Kodiak und Kenai. Ja, na, und da unten sind, ist noch eine. Und da unten. Ja. Ja. Viel Spaß euch. Ja. Spaß. Und weshalb sind wir gerade da runtergegangen? I don't care. Wegen Alaska so, ja. I don't even care anymore about it. Ja. Hey, Österreich hat wieder eine Armee. Und hat ein optimistisches Ziel. Was? Den Osmanen Kroatien befreien. Interessant. Genauso habe ich auch reagiert. Ja, gut, ich meine, wenn sie das schaffen würden, wäre schon geil. Wir haben halt gerade gar keine Verbündeten mehr. Wir haben einen neuen Kaiser, oder? Frankreich ist Kaiser! Das möchte ich jetzt kurz einmal, ne? Lang lebe der Kaiser. User left your channel. Gut, klasse. Ah, jetzt wollen sie nicht mehr die Franzosen haben, wie es aussieht. Jetzt wäre Bayern als nächstes dran. User joined your channel. Gut. Ich glaube, das Österreichs Kaiser ist bei einem Reitunfall gestorben. Und Österreich wird zum Kurfürst. Ja. Finde ich gut. Gut. Gut, ich würde jetzt einfach Bayern dazu zwingen. Ich würde jetzt einfach Bayern zum Kaiser machen. Nur aus Troll, damit Bayern der ist, der leidet. Mhm. Oh, ich habe wieder diese schlimme Musik bei mir, gell? Deshalb habe ich die Musik von eigentlich allen Paradox-Spielen dauerhaft aus. Ja. Manche Lieder sind ja ganz nett so, aber das ist ja richtig nervig, wenn die so Schwede oder was, das sich da anfängt zu singen. Ja. Naja. Ja, der Franzose gönnt sich erstmal mehr Soldaten, seit der Kaiser ist. Ja, der hat jetzt erstmal, ne, der kriegt jetzt auch für die ganzen vielen Reichsstädte, die es gibt, ganz viel Geld. Ach nee, warte, halt. Wobei, es gibt ja noch drei Reichsstädte, also. Warum eigentlich Bayern nicht mehr mit Österreich verbündet, verstehe ich nicht. Darf er nicht. Das hatten wir doch gerade. Aber statt Frankreich meine ich. Also warum jetzt mit Österreich nicht mehr mit Österreich und dafür. Österreich im Eimer ist, möglicherweise, so. Seitdem. Also Österreich ist gefickt. Aber warum schafft es Österreich nicht noch mit irgendjemandem sich zu verbünden? Ich verstehe es nicht. Vielleicht versucht er sich, ich meine, er könnte ja auch mal beim Osmanen horchen oder beim Polen oder irgendjemanden. Ja. Das Problem ist halt, die Bündnisblöcke sind sehr festgefahren. Ja gut, so, wobei so krass ist das ja gar nicht. Ich meine, Frankreich, Österreich, ich habe auch nie gedacht, dass die sich mal ihr Bündnis auflösen, aber anscheinend ja doch. Ja, wir haben sie halt dazu gezwungen. Bisschen. Ganz kleines gut, bisschen. Ich meine. Immerhin jemand, der noch auf Siegprovinzen spielt, der Franzose anscheinend. Ja, wenigstens einer. Beim nächsten Mal sollte man dann vielleicht einfach irgendeine Belohnung finden, der die Siegprovinz. Das hilft, glaube ich. Inwieweit eine Belohnung hast du gerade gedacht, sorry? Keine Ahnung. Das motiviert einfach. Weil sonst juckt es halt keinen. Aber wenn du irgendeine Belohnung halt aussetzt, wäre zumindest mal etwas. Na, ja, das stimmt, ja. Ah, muss man mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wie das bei euch läuft, aber das nächste Paradox-DLC oder so ein Spaß. Ja, naja, stimmt eigentlich, ja. Ich kümmere mich mal um Master KV. Ja, machen wir das. Da ist er. User left your channel. Gut.
Gut, also ich würde sagen, eigentlich sind wir jetzt demnächst mal so am Ende angekommen. Aber wobei noch ein paar Minuten gehen noch. Ach, Österreich rekrutiert noch mehr. Ich will da auch noch mit zum Russen. Ja, so viel. Was geht hier so? Noch ein Krieg gegen den Öschi. Können wir das auf nächstes Mal vertagen? Ne. Ja, wir sind eh gleich. Auch halt 10 Minuten. Was? Maximal. Ich dachte, heute geht's mal länger. Nein, heute geht's nicht länger. In 10 weil... Minuten gewinnen wir den Krieg. Wir schaffen das wirklich in 10 Minuten. Nein, nee, 10 Minuten sind's nicht mal mehr. Ich wollte eigentlich gerade beenden. Ja, okay, gut. Also, warum hat Japan da oben Gebiet? Das sind die wahnsinnig. Wollen die Krieg haben? Nein, Japan löst die gleich aus. Das war nur damit Großbritannien nichts kriegt. So. Herr Russland, ich wollte nur kurz Bescheid sagen. Du hast da noch eine 1000 Mann starke Truppe in Shenyang stehen. Ah ja, hast recht, danke. Ich habe gleich eine Universität gebaut. Ich bin stolz auf mich. Ich bin halt auch Reformer hier, ne? Oh ja, Luis, wir müssen Universitäten bauen, weil das für das nächste Zeitalter ein Ziel ist. Heiko. Ah, Heiko, sag ich schon. Yannick. Ja. Was findest du von Russland in China? Hübsch. Ist doch ganz hübsch, gell? Aha. Ich hätte eigentlich... Ich war echt beim Überlegen, ob ich Gome da komplett abschneide beim ersten Krieg, aber ich habe es ja nicht getan, weil ich mir dachte, man soll ja nicht Gleiches mit Gleichen vergelten. Ja, übrigens auch keine Autobahn bauen. Ja, nee, wir machen das dann gleich Schluss. Wie kann der Kaiser eine Reichsreform durchführen, hä? Achso, aber meine andere Frage, wer will nächstes Mal eigentlich alles Österreich angreifen? Ich. Nur Polen und Preußen. Polen und Preußen. Ja, okay, immerhin. Das wird aber bitte nicht weiter. Janik, wir müssen mal kurz sprechen. Das wird ja bisher nicht schlimme Ding, ja. Das ist wegen was? Es passieren schlimme Dinge. Okay. Der Franzose hat gerade komplett Frankreich zum Reich hinzugefügt. Und Frankreich ist jetzt eine Reichsnation. Ernsthaft? Ja. Wie kriegt man den da wieder raus? Gar nicht. Weiß es nicht. Fast unmöglich, oder? Der Kaiser kann das Reich nicht verlassen. Sie wählen jetzt gerade England, also wahrscheinlich wollen sie jetzt, dass England als nächstes Kaiser wird. Und das gleiche tut. Was macht das für einen Sinn? Ja, die Reichsreform durchprügeln. Und was macht das für einen Sinn? Und das Reich vergrößern. Die sind ja alle, die können sich dann ja alle miteinander verteidigen. Die verteidigen sich ja alle untereinander jetzt. Also der Kaiser muss ja immer verteidigen, die anderen. Ja gut, aber es wäre ja dann maximal einer, oder? Immer, es sind ja nicht drei Kaiser gleichzeitig. Ja, trotzdem ist es eine Großmacht mehr, die da dann sitzt. Ja. In dem Krieg. Was halt für die muslimischen Leute ist asozial, weil ich finde das gerade hinterhältig und erbärmlich. Ja, ich auch. Wir beenden für heute mal. Okay. Also, gut, dann mache ich mal hier einen kleinen Cut. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, Leute.